Flux FM in digitaler Gesellschaft. Ich hatte vorhin schon mal angedeutet, um was es heute gehen wird. Wir müssen sprechen über Hate Speech, ein Phänomen aus dem Internet, über Social Bots und Fake News. Es vergeht ja mittlerweile kaum noch ein Tag ohne neue Vorstöße zum Umgang mit Propagandalügen und automatisierter Meinungsmache im Netz. Die politischen Parteien übertrumpfen sich gegenseitig mit immer abenteuerlicheren Vorschlägen, ohne dass es überhaupt belastbare Erkenntnisse bisher gibt über den Einfluss von Falschmeldungen und Bots etwa auf Wahlentscheidungen. Viele dieser Vorschläge schießen außerdem, das haben wir im Vorfeld schon feststellen dürfen, weit über das Ziel hinaus und könnten mehr Schaden an den Grundrechten anrichten, als sie eben zur Lösung des vermeintlichen Problems beitragen. Wir müssen also eine aufgeheizte Debatte unter Umständen versachlichen, zusammen mit Volker Tripp von der Digitalen Gesellschaft. Eine aufgeheizte Debatte versachlichen, das ist ja fast jede Woche mittlerweile unser Thema. Schönen guten Tag, Volker. Hallo. Wie geht's dir erstmal? Ja, danke. Ganz gut. Bis eben auf die aufgeheizte Debatte, über die wir sprechen wollen. Fake News, Hate Speech, Social Bots. Man kommt ja fast schon durcheinander bei all den Begriffen, die täglich auch in der Presse jetzt auftauchen. Was sollen die Begriffe umschreiben und was ist das eigentliche Problem? Ja, das ist schon das erste Problem, dass man sich nämlich häufig gar nicht richtig klar darüber ist, was diese Begriffe eigentlich meinen. Hate Speech, das mag vielleicht noch einigermaßen gut zu definieren sein. Damit meint man in der Regel Äußerungen, die darauf abzielen, einzelne Personen oder Personengruppen in der öffentlichen Wahrnehmung zu diffamieren in der Regel. Ja? Also das, was man eigentlich klassischerweise aus dem Strafrecht so kennt, als Verleumdung, als üble Nachrede oder wenn es sich eben auf Gruppen bezieht, als Volksverhetzung. Mhm. Fake News, das ist schon deutlich schwieriger. Ja? Fake News, man meint damit eigentlich, man könnte sagen, politische Propagandalügen. Also es werden irgendwelche Falschmeldungen in die Welt gesetzt mit dem Ziel, politische Stimmungsmache, Meinungsmache zu erzeugen. Aber eigentlich sagt der Begriff ja nur, es sind gefälschte Nachrichten oder auch Falschmeldungen. Mhm. Und da die Abgrenzung ist relativ schwer. Wann ist es eine bloße Falschmeldung? Wann ist es vielleicht einfach Clickbait? Also wann wird einfach irgendwas ins Netz gesetzt mit einer reißerischen Überschrift, damit möglichst viele Leute draufklicken? Wann ist es eben tatsächlich politische Propaganda und wann ist es vielleicht auch einfach nur Satire? Ja, stimmt. Auch die könnte man ja als Fake News quasi abkanzeln. Ganz genau. Nicht? Ja. Und Social Bots wiederum, das ist eigentlich noch ein ganz anderes Phänomen, was zwar damit zusammenhängt, damit sind Computerprogramme gemeint, die sich auf Social-Media-Plattformen, auf Twitter, auf Facebook beispielsweise ausgeben als reale Menschen und versuchen, Debatten, die dort laufen, zu beeinflussen, in die eine oder in die andere Richtung, Gewichtungen zu verändern oder eben auch die Zustimmung zu einer bestimmten Position besonders groß erscheinen zu lassen. Ja. Die Fake News und die Social Bots, lass uns vielleicht mal auf diese beiden Phänomene konzentrieren. Ja. Denen wird ja auch nachgesagt, dass da ein Rieseneinfluss entstanden ist auf die Wahlen in den USA. Donald Trump wäre quasi ohne Social Bots und ohne vielleicht auch Fake News nie zum Präsidenten gewählt worden. Wie ist das aus eurer Sicht? Welche Erkenntnisse gibt es zu Einflüssen dieser Phänomene auf Wahlen und demokratische Entscheidungsprozesse? Ja, also tatsächlich gibt es dazu bisher eigentlich keine wirklich belastbaren empirischen Erkenntnisse. Es gibt einzelne Untersuchungen, die beispielsweise sagen, im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen in den USA wurden offenbar mehr Fake News-Meldungen angeklickt. Mhm. Ob die aber jetzt tatsächlich einen Einfluss hatten auf die politische Willensbildung oder nicht, das ist eigentlich vollkommen offen, das weiß keiner. Mittlerweile gibt es Untersuchungen, zum Beispiel von der Universität Stanford, die eher darauf hindeuten, dass das nicht der Fall war und dass es eben vor allen Dingen Leute sind, die ohnehin schon dieser Auffassung waren, die ohnehin schon Trump-Supporter waren beispielsweise, die dann eben auf Falschmeldungen, Stichwort Pizzagate, über einen angeblichen Sexskandal, in den Hillary Clinton verwickelt war und so, geklickt haben. Aber tatsächlich einen konkreten Hinweis darauf, dass dadurch wirklich politische Stimmungen verändert werden können, gibt es eigentlich noch nicht. Hier für Deutschland hat das Büro für Technikfolgenabschätzung am Deutschen Bundestag eine Untersuchung gemacht. Ja, ein schöner Name für ein Büro, finde ich. Ja, ein wahnsinniger Büro für Technikfolgenabschätzung. Das klingt doch sehr weitsichtig und in die Zukunft schauen. Tatsächlich haben die aber gesagt, naja,
Wir können uns schon vorstellen, dass Fake News und Social Bots einen Einfluss auf die politische Willensbildung haben können, auf die Meinungsbildung haben könnten. Aber ob das so ist, das wissen wir nicht. Die Gefahren, die man da sieht, die beruhen bisher eigentlich nur auf Annahmen. Jetzt ist aber in der deutschen politischen Landschaft große Nervosität angesagt. Mhm. Alle Parteien melden sich zu diesem Thema und sagen, wir müssen irgendwas unternehmen. Mhm. Und immer, wenn man in diesem wir müssen jetzt schnell was unternehmen Modus ist, passieren ja Dinge, die vielleicht nicht ganz so durchdacht sind, da muss es schnell gehen. Man kann es vielleicht auch unter der Überschrift Aktionismus beschreiben, was da gerade passiert. Welche Vorschläge zum Umgang mit Fake News und Social Bots gibt es denn bisher? Und warum sind die vielleicht aus eurer Sicht auch nicht sinnvoll? Ich glaube, so weit kann man schon vorgreifen. Ja. Also die jetzt wirklich alle im Einzelnen aufzuzählen, würde fast den Rahmen jetzt unseres Gesprächs sprengen. Aber um mal so ein paar exemplarisch herauszugreifen, die also besonders problematisch sind. Es gibt beispielsweise, ursprünglich vom Bundesland Hessen über den Bundesrat gespielt, den Vorschlag für einen neuen Straftatbestand namens digitaler Hausfriedensbruch. Ja, und damit soll also vor allen Dingen der Einsatz von Social Bots strafbar gemacht werden. Tatsächlich ist dieser vorgeschlagene Straftatbestand aber so weit formuliert, dass das bloße unbefugte Ingangsetzen eines Datenverarbeitungsvorgangs, so allgemein ist das da formuliert, bereits strafbar ist und mit bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe. Das heißt, du hast deinen Laptop hier offen stehen lassen und ich drücke da zweimal drauf, weil ich schnell was nachlesen möchte im Netz und schon bin ich quasi digital eingebrochen. Genau, theoretisch genau das, wenn ich zumindest vorher gesagt habe, lass mal die Finger davon und du gehst trotzdem da dran. Ja. Oder eben beispielsweise Leute gehen hin und programmieren für Social Media einen Bot, der zum Beispiel, was weiß ich, Wikipedia-Einträge, Twitter, oder irgendwelche anderen echten Nachrichtenmeldungen twittert, weil sie das so als eine Art Newsfeed benutzen wollen. Facebook verbietet aber in seinen AGB den Einsatz von solchen Social Bots. Mhm. Dann habe ich über die Facebook-Server einen Datenverarbeitungsvorgang in Gang gesetzt, obwohl das nach den AGB verboten ist. Also ich habe das unbefugt getan und schwupp, schon bin ich strafbar. Und das besondere Problem dabei ist natürlich, der durchschnittliche Nutzer, die durchschnittliche Nutzerin lesen sich ja die AGB nicht wirklich durch. Ja, damit hätten sie dann ja auch wahrscheinlich einen halben Monat oder so zu tun, um die komplett durchzulesen. Also die werden einfach weggeklickt. Na, außerdem können so AGB relativ schnell einseitig von dem Anbieter geändert werden. Und das nehme ich oft gar nicht wirklich wahr. Mit anderen Worten, die Leute wissen eigentlich gar nicht, ob sie jetzt Bots einsetzen dürfen oder nicht, machen das aber vielleicht und schon würden sie sich strafbar machen. Mhm. Ja, das heißt also, der Straftatbestand ist viel zu weit gefasst, schießt ganz weit über das Ziel hinaus und schafft eigentlich mehr Probleme, als dass er irgendwelche Probleme löst. Noch ein bisschen gruseliger ist vielleicht der Vorschlag, der, glaube ich, aus der CDU-CSU kam. Mhm. Da ging es dann um Fake News und die Bekämpfung der Falschmeldungen im Internet oder der in die irreführenden Meldungen aus dem Internet. Da wurde mit einer Institution gedroht, die sehr an Orwell erinnert, an 1984 und zwar mit einem Wahrheitsministerium. Ja, so hat man es nicht genannt. Das waren also die Kritiker, die das quasi so genannt haben. Es soll also eine staatliche Stelle zur Bekämpfung von Desinformation sein, aber da stellt sich natürlich die Frage, wer definiert jetzt genau, was Desinformation ist und die Gefahr, gerade wenn das eine staatliche Stelle macht, ist natürlich immer, dass einfach die Zensur ziemlich nahe liegt, dass einfach unbequeme Meinungen damit auch unterdrückt werden könnten und eigentlich ist das sehr vielen von den Vorschlägen gemein, wo es darum geht, dass also entweder die Social-Media-Anbieter selbst hingehen und Falschmeldungen beseitigen oder dass es eben auf Geheiß einer staatlichen Stelle gemacht wird oder so. Oder auch wie jetzt eben beispielsweise Facebook arbeitet jetzt gerade mit dem Recherchekollektiv Korrektiv zusammen, die eben auch Fake News auf Facebook kennzeichnen sollen. Die Frage, die sich da immer stellt, ist, wer entscheidet denn jetzt, ob etwas Fake News ist oder nicht? Und das Problem liegt eben vor allen Dingen in dem, was ich eingangs schon gesagt habe, eine begriffsscharfe Definition. Was denn jetzt eigentlich Fake News sind, die fehlt eben. Ja. Ja. Also beispielsweise, oder häufig ist es ja so, dass sich dann auch Meinung und Tatsache vermischen. Wenn ich also beispielsweise sage, Donald Trump ist eine Gefahr für die Demokratie. Ja, ist das Meinung? Ist das eine Tatsache? Ja, stimmt das? Stimmt das nicht? Ja. Wer entscheidet das jetzt ganz genau? Also es kommt dann ja auch immer sehr an, wo man politisch steht, wie man diese Frage dann letztlich beantwortet. Ja. Jetzt haben wir im Prinzip schon mal dekonstruiert, was quasi aus Regierungskreisen vorgeschlagen wurde und haben gesagt, das funktioniert nicht. Was funktionieren könnte, das klären wir auch noch auf. Wir möchten auch über Lösungsvorschläge von der digitalen Gesellschaft sprechen. Wir haben schon ein bisschen gesprochen über die hysterischen Reaktionen aus der Politik auf Phänomene wie Fake News oder Social Bots. Wir haben auch schon dekonstruiert, dass das nicht so funktioniert, was bisher vorgeschlagen wurde von der Politik. Jetzt muss man vielleicht, bevor wir auf die Lösungsvorschläge kommen, nochmal darüber sprechen, warum
genau eben diese bisher vorgetragenen Lösungsvorschläge nicht funktionieren. Es ist ja so, dass da durchaus Grundrechte in Gefahr sind. Das muss man so klar formulieren. Ja, natürlich. Also ich meine, immer in dem Augenblick, in dem beispielsweise Social Media Anbieter oder auch der Staat hingeht und sagt, diese und jene Meldung, das sind Fake News, das sind Falschmeldungen, die müssen jetzt gelöscht werden, ist es natürlich A, eine Gefahr für die Meinungsfreiheit, also für die Leute, die das eben äußern, und zum anderen natürlich auch für die Informationsfreiheit, also die Möglichkeit, sich aus allgemein zugänglichen Quellen zu unterrichten. Ja? Und das sind eigentlich typischerweise die Grundrechte, die dabei so auf dem Spiel stehen. Ja? Ja. Jetzt müssen wir darüber sprechen, wie man vielleicht trotzdem mit diesen Phänomenen umgeht. Man könnte sie theoretisch einfach ignorieren, aber das wird zu nichts führen. Man muss schon Leute vielleicht dazu in die Lage versetzen, mit diesen Phänomenen umzugehen. Und da ist ja das Erste, was einem einfällt, zum Beispiel immer um 16.10 Uhr Flux FM hören, digitale Gesellschaft. Dann ist man vielleicht ganz gut vorbereitet, was ich sagen will. Im Prinzip muss man die Leute doch bilden und dazu ausbilden, vielleicht auch einen Social Bot als solchen zu erkennen oder eine Fake News. Genau, also Medienkompetenz ist sicherlich immer eine sehr gute Antwort. Ich weiß nicht, ob man das jetzt unbedingt bei den Schulen abladen muss. Das ist ja immer eine gern genommene Forderung, dass man dann gleich mal sagt, ja, und dann brauchen wir aber auch in der Schule eine entsprechende Ausbildung, entsprechende Kurse. Ja, könnte man dran denken, aber ich glaube, das könnte auch eben anders gelingen, nicht? Also, dass man ganz konkret den Leuten eben erklärt, woran könnte man zum Beispiel Bots erkennen. Mhm. Also, wenn die in kürzester Zeit sehr, sehr, sehr viele Tweets raushauen, ja, dann spricht das schon mal dafür, dass es ein Bot-Account ist. Ne? Wenn das jemand ist, der, oder wenn es ein Account ist, der nicht wirklich in echte Zwiegespräche, in sinnvolle Zwiegespräche mit anderen Usern geht, dann ist es auch relativ wahrscheinlich, dass es sich um einen Bot handelt. Oder wenn ein Bot oder wenn also ein Account immer nur zu bestimmten Stichworten irgendetwas twittert oder so. Auch das spricht dafür, dass es sich eben nicht um wirklichen Menschen, sondern um künstlichen Account handelt. Da gibt es ja den Goldberg-Test, nee, wie heißt der? Es gibt Turing-Test. Den Turing-Test, genau. Ja, der quasi da angewendet werden könnte. Genau, das, wo ist sozusagen der Punkt, an dem ein Mensch nicht mehr erkennen kann, dass ihm gegenüber ein Programm kommuniziert und kein echter Mensch. Ja. Gab es auch mal einen schönen Fall mit der AfD in Passau oder sowas da. Mhm. Die haben sich inspirieren lassen, beziehungsweise auch, wie soll man sagen, in Rage sind die geraten, weil so ein Bot von der Antifa Passau. Ja, der Antifa-Bot, ja, genau. Und dann haben sich da furchtbar drüber aufgeregt. Der Bot hat einfach immer nur random irgendwelche Antifa-Sprüche gemacht und dann hat sich halt dieser AfD-Account wahnsinnig darüber aufgeregt, bis er darauf hingewiesen wurde, übrigens, du unterhältst dich gerade mit einem Computerprogramm. Ja, aber dann waren die ja immer noch so, dass sie sagten, ja, aber trotzdem muss doch dieses Computerprogramm zurechtgewiesen werden, irgendwie sowas. Ja, genau. War ganz lustig. Also, man kann zusammenfassend sagen, Social Bots erkennt man unter Umständen daran, dass da relativ schnell relativ viel getweetet wird, wobei ich gelesen habe, dass es mittlerweile auch geschickter programmierte Bots gibt, die dann mal eine Pause machen, wo dann auch mal ein Rechtschreibfehler mit eingebaut wird und so. Also um die menschlich erscheinen zu lassen, so, ne? Human Touch, so ähnlich wie es auch bei manchen Sequencer-Software oder so gibt. Genau, also man baut so ein paar kleine Fehler ein. Aber selbst dann, wie gesagt, oft tweeten die dann zu ganz bestimmten Stichworten. Und vielleicht noch eine Sache, das finde ich auch relativ wichtig, was so den Einfluss von Social Bots angeht, nicht? Es ist wesentlich einfacher, solche Bots für Twitter zu programmieren, als beispielsweise für Facebook. Ja. Ne? Und in den USA, da sagte ich ja vorhin schon, da mag es eventuell so sein, dass Social Bots da auch gezielt eingesetzt wurden, um so Propaganda zu machen, egal ob das jetzt funktioniert hat oder nicht. Aber da ist auch ungefähr jeder Vierte hat da einen Twitter-Account. Hier in Deutschland ist es jeder 15., der einen Twitter-Account hat. Echt so wenig? Ja, in Deutschland hat Twitter relativ wenig Nutzer. Ja. Und es sind, wenn dann auch eher Journalisten, Wissenschaftler und nicht so sehr die ganz breite Masse, die befindet sich tatsächlich eher bei Facebook. Facebook hat irgendwie was mit 25 oder 26 Millionen Nutzer, glaube ich, in Deutschland. Also es ist ein ganz anderes Bild und für Facebook sind solche Bots eben deutlich schwieriger zu programmieren als für Twitter. Und insofern, da kann man vielleicht auch beruhigt in die Wahlkämpfe blicken, denn wenn sich auf Twitter die kompetenten, journalistisch vorgebildeten Leute rumtreiben, dann wird man auch nicht so viele Leute finden, die anfällig sind für Social Bots. Es ist jedenfalls zu hoffen, dass es so ist. Eben, und das gehört eben, finde ich, dann auch zu der journalistischen Sorgfalt, gerade bei den Qualitätsmedien, dass sie eben wirklich deutlich checken, ist das jetzt eine echte Meldung, ist es keine echte Meldung und eben nicht einfach sozusagen nur auf einen einzelnen Tweet reagieren, sondern das Ganze eben vernünftig recherchieren, bevor sie irgendwelche Meldungen übernehmen und dann eben über ihr Medium in die Welt rauspusten. Gut, also, meine Damen und Herren, erstmal keine Panik, ist die richtige Devise und unter Umständen bildet man sich auch nochmal fort zum Thema. Auch auf der Seite der digitalen Gesellschaft gibt es noch ein paar Texte, die netzpolitik.de, Freunde und Freundinnen haben ein paar schöne... Netzpolitik.org. Oh, die haben trotzdem habe ich sie Freunde und Freundinnen genannt, die können jetzt nicht mehr zurück. Aber auch die haben ein paar wichtige
Thesen nochmal zusammengefasst und vielleicht auch ein paar wichtige Ansätze, um dem ganzen Phänomen zu entgehen, beziehungsweise um dieses Phänomen als solches zu entlarven. Darum geht es ja erstmal im Prinzip. Volker Tripp, vielen Dank. Schöne Grüße an Alexander Sander. Mach ich. Und bis zum nächsten Mal. Gerne. Tschüss. Flux FM. In digitaler Gesellschaft.